begrüße euch ganz herzlich zur Botschaft für die Woche vom 11. bis 17.12. Wir hasten ganz schön auf Weihnachten zu. Und ich bin gespannt, was wir bekommen. Einmal die Hauptenergie aus dem Deck Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, unvollendete Symphonie, werde ich gleich mehr zu sagen. Sage jetzt erstmal was zur Legung. Nachdem ich auf die Karte eingegangen bin, ziehe ich eine obere Reihe aus drei Tarotkarten, eine untere Reihe aus drei Tarotkarten. Die obere Reihe ist eine Entwicklung aus der Vergangenheit, auf der die potenzielle Entwicklung dieser Woche beruht. Die potenzielle Entwicklung ist dann in der unteren Reihe. Ja, so einfach ist es. Und da gucken wir gleich. Einmal noch kurz zur Infobox. In der Infobox findest du den Link zu den Jahreslegungen. Wenn du für pünktlich für 2024 eine Jahreslegung haben möchtest, müsstest du dich bald melden. Wenn du mal zu deinem Geburtstag eine Jahreslegung haben möchtest, dann melde dich da bitte auch früh genug für, damit sie dann auch rechtzeitig fertig ist. Dann findest du in der Infobox noch den Link zum Einführungsvideo in meine Tarot-Reihe, wo ich auf das Tarot eingehe, zu den Kanalmitgliedschaften, den privaten Legungen und noch mehr. Schau einfach gerne mal rein. So, und wir gehen jetzt hier in die Legung Unvollendete Symphonie. Heißt, irgendwas ist unvollendet. So, warte mal. Ich spüre mich erstmal rein und du guckst, dass du dich entspannt, dass du entspannt zuguckst, dass du gut wirken lassen kannst, ob das Ganze hier deins ist oder nicht. Es ist so die Energie dahinter. Wie du hast lange auf was gewartet. Und es kommt zu irgendeinem Punkt. Ob das jetzt gerade in die positive oder in die für dich eher negative Richtung geht. Also negativ im Sinne von, kommt irgendwie nicht so, wie du es gerne hättest. Das weiß ich nicht. Es kommt zu irgendeinem Wahrheitsmoment, ist mein Gefühl. So, das werden wir jetzt gleich schauen. Ich ziehe Karten aus meinem neuen Tarot-Deck. Aber nicht das, was ich letzte Woche benutzt habe. Ich habe noch ein neues. Und zwar das Aquarell-Tarot-Deck findest du auch in der Infobox. Wir haben einmal die Karte die Welt. Die Welt steht für den Abschluss von etwas, für mit etwas rund werden, eine Sache zu Ende bringen, vollenden. Erste Karte der Entwicklung aus der Vergangenheit. Dann haben wir die 10 der Münzen. 10 der Münzen kann für Beziehungsenergie stehen, in Beziehung in starker Münzenergie, aber auch mal für ja, quasi Beziehungsschemata, in denen man sich drin bewegt. Dann haben wir die 6 der Münzen für ein Geben und Nehmen, was im Ausgleich, sein kann, aber nicht muss. Dann kommen wir in die untere Reihe und zwar ist das die potenzielle Entwicklung der Woche. Die 4 der Kelche für eine Ablehnung oder ein Ablehnungsthema. Dann haben wir den Ritter der Stäbe, der im Element der Leidenschaft unterwegs ist, der das spürt und der das auch in sich rauslässt, in sich zulässt. Und dann haben wir die 9 der Stäbe für ein sich schützen aus Sorge erneut verletzt zu werden. Na, dann wollen wir mal gucken. Die Welt, die 10 der Münzen und die 6 der Münzen auf der Entwicklung aus der Vergangenheit.
Mit der Welt. Ich muss da mal zwei Lenormand-Karten zu ziehen. Wir haben hier eine weibliche Energie, kann deine sein, muss aber nicht. Und dann haben wir die Sense für Unterschiedliches. Es gibt hier eine Entscheidung für diese weibliche Energie und ich habe das Gefühl, dass du diese Energie bist, aber ich weiß nicht, ob du dich für dich entschieden hast oder ob sich jemand anders für dich entschieden hat. Warte mal. Die Welt ist... Es ist wie so ein sich klar werden über etwas. Es ist wie ein sich klar werden über etwas. Eine innere, es ist erstmal eine innere Klarheit über etwas. Bevor ich weiter überlege oder mal spüre, ob das jetzt jemand ist, der sich für dich entschieden hat oder ob du dich für dich entschieden hast, wobei das sehr wahrscheinlich ist, dass es, wenn dann beides ist, wegen diesen Resonanzgesetzen, schauen wir jetzt erstmal weiter. Die 10 der Münzen. Mit den 10 der Münzen kommt ganz viel Echtheit. Da kommt ganz viel Authentizität mit. Was will ich wirklich in einem Beziehungssystem? Vielleicht in dem Beziehungssystem, in dem ich lebe. Wer bin ich da? Wie bin ich da aufgestellt? Also wie, als ob das immer authentischer wird, als ob... da irgendwas immer authentischer wird. Ich hänge total hier an. Ich muss das erstmal für mich klären. Sonst merke ich, geht es nicht gut weiter. Von meinem Gefühl her. Ich habe das Gefühl, es hat sich jemand irgendwie für dich entschieden. Es ist, irgendwie ist das so. Da ist jemand rund mit geworden. Und wie gesagt, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass auch du dich an dieser Stelle für dich entschieden hast. Wegen ist, ne, wenn du nicht für dich entschieden bist, dann ist jemand anders auf eine bestimmte Art und Weise auch nicht für dich entschieden, weil sich das ja irgendwie, wenn du nicht selber zu dir stehst, ist es für wen anders schwer, das auch so zu tun. Deswegen gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass das für euch beide steht. Kann auch was Berufliches sein, kann natürlich eine Liebesgeschichte sein. Das weiß ich gerade nicht genau. Aber hier gibt es ein Rundwerden damit, dass es mit dir weitergeht. So fühlt sich das einfach an. Das ist ein inneres Ding, was da passiert ist. Man ist immer präsenter. Das ist eine andere Person. Irgendwie ist es so, ist immer präsenter. Immer authentischer in dem geworden, was man lebt, in den Beziehungen, die man lebt, durch diese Entscheidung. So, die 6 der Münzen.
Die 6 der Münzen. Ziehe ich auch noch mal 2 Lenormand-Karten zu. So, Moment. Wir haben hier den Anker für den Anker an der richtigen Stelle setzen oder sich mal verkettet fühlen oder was Berufliches. Und dann haben wir das Kind für einen Neubeginn oder einen inneren Kindanteil oder ein echtes Kind. Also hier ist man auf jeden Fall sehr im Reinen damit, was Neues zu starten. Es fühlt sich so an, man hat sich auf etwas Neues festgelegt, man hat sich hier schon festgelegt. Hier ist schon eine Entscheidung dahinter, Dinge werden einem immer klarer und hier hat man sich auch festgelegt, die 6 der Münzen. Sind ein wie verstehen, was man tut, wie verstehen, was man im im Geben und Nehmen mit den anderen tut. Das geht nochmal in die Richtung dieses sich authentisch erkennen, sich erkennen in Beziehungssystemen. Und sich dann auch dafür entscheiden können, besser, wem will ich wirklich geben und wem vielleicht auch nicht. Wo will ich wirklich was reingeben, wo will ich, möchte ich vielleicht auch nichts reingeben. Und wirklich reingeben möchte man etwas in irgendeinen Neustart. So, jetzt kommen wir. Schwere Geburt. Muss ich mal sagen. Jetzt kommen wir in die potenzielle Entwicklung der Woche. Die 4 der Kelche, der Ritter der Stäbe und die 9 der Stäbe. Die 4 der Kelche. Die 4 der Kelche sind ein, jetzt sitze ich irgendwie da. Und habe etwas, mich gegen etwas Altes entschieden. Hier ist irgendwie das Gefühl dabei, sich gegen etwas Altes entschieden zu haben. Und das ist die Frage, in welche Richtung gehe ich weiter? Es ist ein Fragezeichen darüber. Aber eigentlich spürt man es, aber ein ich müsste mich auch auf den Weg machen, wenn ich jetzt weitergehen will. Ne? Also so, ne, wie man sieht, wie der hier sitzt, das geht nicht. Und das ist sehr ähnlich der Energie hier oben. Wie mit so einem Realitätsmoment, mit der Realität konfrontiert sein. Ja, jetzt bin ich, habe ich mich erstmal ein bisschen von dem entledigt, wovon ich mich vielleicht auch entledigen wollte, aber ich müsste ja auch weitergehen. Es käme ja jetzt auch noch mit hinzu. Und da könnte es sein, dass ein Schritt vielleicht schwer fällt. Der Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe stellt für mich hier nochmal ganz stark die Notwendigkeit und das innere Gefühl dar, genau in diesem Zustand, genau diesem Zustand Raum zu geben. Um nicht so wie hier die Dame auf der Kugel oder auf dem Ei und nicht so wie hier da zu sitzen und zu warten, braucht es einfach ein entschiedenes sich in eine Richtung bewegen. Ich gucke mal kurz in die 9 der Stäbe.
Man muss da irgendwie über seine Grenzen rausgehen. Bleibe ich in der Position, ich mache mal zu und bewege mich nicht weiter und schütze mich, weil ich Angst habe, verletzt zu werden, komme ich nicht weiter. Diesen Zustand muss ich irgendwie überwinden. Ich muss da aus meiner Komfortzone rauskommen. So, ich ziehe nochmal. Ich ziehe nochmal Karten. Und zwar ziehe ich tatsächlich zu den letzten beiden nochmal Lenormand-Karten. Der Ritter, der Stäbe. Da haben wir einmal den Turm. Für Abgrenzung kann der stehen, für einen Rückzug. Und dann haben wir den Brief für, es wird einem etwas klar oder etwas offenbar. Dann haben wir die 9 der Stäbe. Hier ziehe ich auch nochmal 2 Karten zu. Dann haben wir einmal den Schlüssel für Lösungen. Und dann haben wir, oder auch Sicherheiten, und dann haben wir die Blumen für das innere Erblühen, für alles Schöne. Ja, es ist so, man kriegt Klarheit über den eigenen Rückzug, über das, was man tut. Und the way to go ist der Ritter der Stäbe, nämlich mit Feuer weitergehen, das Feuer auch zuzulassen, das Feuer auch rauszulassen. Das ist wie so ein Scheideweg, wie so ein Turning Point, der einfach wichtig ist. Wenn ich möchte, dass die Sinfonie vollendet wird, dann kann ich nicht sitzen bleiben, ich muss gehen. Aus meinem Rückzug raus muss ich gehen. Entschuldigung, der Ritter der Stäbe ist quasi der, hier in dieser Legung gesprochen, das Gegenteil von ich ziehe mich in mein Türmchen zurück. Ich ziehe mich in mein Türmchen zurück. Es wird klar, dass das hier nicht mehr so funktioniert. Ich muss den Weg eingehen. Und das ist der Schlüssel zum Schönen. Nicht mehr sich zu verbarrikadieren mit den 9 der Stäben, die einen Schutzwall bedeuten, den man sich schafft, sondern das zu lösen und in die Erfüllung zu kommen. Das kann man so nehmen, wie es hier liegt. Und dann ist diese Symphonie quasi auch vollendet. Und es ist jetzt die große Frage, und ich glaube, da musst du bei dir selber nochmal gucken. Für mich fühlt es sich so an, als würde das irgendwie für eine andere Person liegen. Es ist einfach so. Ich glaube, das irritiert mich auch, weil ich das im Kopf immer anders habe, dass es irgendwie natürlich für die Person liegt, die hier zuguckt. Aber es ist für mich eher eine andere Person. Und natürlich können auch immer Rollen vertauscht sein und so weiter und so fort. Und von daher kann das wirklich sein, dass das hier komplett was ist, was auf dich zutrifft. Und für mich ist es wie, als ob diese Information jetzt irgendwie an dich rankommen soll. Und es eigentlich vielleicht eher für wen anders zutrifft. Da schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so wahrgenommen habt. Weil ich tatsächlich merke, dass ich da dieses Mal in der Legung ein bisschen hänge. Naja, egal. Ich ziehe noch eine letzte Karte aus dem Aspekte-Kartenset für die Person, für die jetzt diese Legung hier liegt. So, fertig. Wir haben das Thema Belastbarkeit. Das ist der Persönlichkeitsaspekt, der sich angeguckt werden kann, der hier irgendwie eine Rolle spielt. Man ist gegebenenfalls belastbarer, als man denkt. Man schafft das schon. So, meine Lieben, also schwierige Geburt. Ich freue mich aber sehr, dass ihr da wart und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Schöne Adventszeit und bis dann.